lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Das Quad. Wir müssen das Handy von Hannah durchsuchen. Mal gucken, ob ich da nicht zu blöd zu bin. Dann hat noch jemand oder mehrere geschrieben gehabt, warum sollten Lilly und Thomas was miteinander haben? Und wegen den Fotos, weil ich gesagt habe, ob da was geht oder nicht. Ja, ja, ja. Und dann tatsächlich Empörung ausgebrochen ist. Ja, aber ist es denn unabwegig? Ist es denn, also, ja, nein, ist es klar. Die jahrelange Vertrautheit und so was alles. Aber trotz all dem, ist es denn unabwegig? Ich weiß es nicht. Also, das ist möglich. Ich meine, wie gesagt, der Entführer kommt wahrscheinlich aus den eigenen Reihen. Und es ist natürlich eine geile Lösung, ne? Finde ich auch gar nicht mal so übel, die Idee einfach, dass Hannah da im Weg ist für die beiden. Ist ja nur eine Idee. Glaube ich zwar selber vielleicht auch nicht, aber man sagt, man muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ich meine, sonst hätte Lilly nicht sich so viel Mühe gegeben, uns und Jake aufzudecken. In dem Video damals und sich so viel Mühe gegeben, eben halt Jake rauszuhauen und eben halt so viel Mühe gegeben, Hannah weiterzufinden. So, wie dem auch sei, wir sollen auch Hannah finden und zwar mit dem Handy hier von ihr und gucken mal, was wir da denn noch irgendwie jetzt machen können. So, ich bin mal gespannt, ich weiß nicht. Hui. So, diese Glückskick-Scheiße, ne? SMS. Das sind alles nur ihr Paket, ob es der wichtige Nummern sind, ich weiß das nicht. Das sind alles nur die Sachen, Code, bla bla, und hast nicht gesehen, TAN-Nummern, die jetzt gekommen sind, also nichts wirklich Interessantes. So, von ihrem Konto wurden soeben Passwort Reset beantragt. Bitte nutzen die folgenden Code für ihre nächsten Anmeldung. Ein Passwort Reset, also das heißt, da hat jemand das Passwort vergessen oder eben halt sie versucht, sich reinzuhacken. Ob wir es waren mit Jake, ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch möglich. Passwort Reset. Das heißt, warte mal, wir könnten. Diese Nachricht könnte eben tatsächlich sehr, sehr interessant sein. 39812. Ob wir das irgendwo eingeben können, damit wir vielleicht den ganzen Shit hier freigeschaltet kriegen oder ob es wirklich nur Jake alleine machen muss. Okay, den Chats können wir lesen. Da sind wir jetzt. Papa, Mama. Genau, die Witze hatten wir gelesen in letzter Folge. Ne? Dann hatten wir Thomas gelesen. So, Cleo. Wie sieht's aus? Kommst du heute Abend mit in die Aurora? Heute spielt wieder eine Band. Nee. Können wir da auf dieses Profilbild klicken? Nee, schade. Ich habe Thomas versprochen, dass wir heute Abend einen Film schauen. Ist ja auch gemütlich, ne? Ach, schade. Dann überlege ich mir auch noch, ob ich hingehe. Laut Richie soll die Band sowieso nicht gut sein. Komm doch einfach zu uns. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie der Film heißt. Es geht um einen Regierungskomplott, einen tollen Actionheld und noch ein paar super langweilige Sachen. Regierungskomplott hört sich an für mich wie Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith. Kennt ihr den? Ein Film aus, ich glaube, 2000, 2001. Ich komme da jetzt nicht ganz drauf. Ich glaube, ja. Sehr, sehr guter Film gewesen. Ne? Hört sich so an. Vor dem drücke ich mich schon seit Monaten. Nein, danke, ich passe lieber. Also der Film war genauso langweilig wie erwartet. Ich bin nach einer halben Stunde eingeschlafen. Rekordzeit. Warst du in Aurora? Ja, aber nicht lange. Die Band war wirklich schlecht, aber Richie hatte sie dann ganz plötzlich doch gefallen. Oh Mann, der Richie wieder. Und lass mich raten, Dan war betrunken. Und hat mit so einem Typen Streit angefangen. Um 10 war ich wieder daheim. Auch Rekordzeit. Ja. Ohne euch ist ganz einfach nicht das Gleiche. Das nächste Mal sind wir wieder dabei, versprochen. Hast du zufällig gerade Zeit? Ich bin in der Stadt und hätte Lust auf ein Kaffee. Sorry, Cleo, mir geht es heute nicht so gut, aber wir sehen uns dann am Wochenende, okay? Klar, freue mich. Und? Soll ich dich abholen? Heiner? Schau auf dein Handy. Entschuldigung, ich habe deine Nachricht erst jetzt gesehen. Heute klappt es leider nicht. Tut mir wirklich leid. Ah, oh, schade. Hannah? Hannah, was ist passiert? Ich mache mir unglaubliche große Sorgen. Bitte ruf mich sofort an, wenn du das hier liest. Okay. Schon heftig, ne? Dieser Übergang einfach, ne? Wie dieses Verschwinden von Hannah gerade. Was wir bei dem Papa, was wir bei Thomas und jetzt bei Cleo gelesen haben. Dieses auf einmal, dass sie weg ist. Ne, und nicht mehr antwortet, alle sich Sorgen machen. Ich finde das emotional ziemlich heftig irgendwie.
So zuerst so dieses wunderschöne Leben, alles lustig und auf einmal verändert sich für eine kurze Zeit und schwupp ist sie weg. Finde ich schon heftig. Finde ich echt richtig heftig. Krass, Leute. So, Dan. Hey. Yo. Das ist so ein komischer Kerl. Da ist ein komischer Kerl, der behauptet, mit dir ist irgendetwas. Jetzt machen sich alle Sorgen. Wenn du mich also mal kurz anrufen könntest und mir sagst, wer dieser Hanswurst ist, melde dich auf jeden Fall bei mir. Ich helfe dir. Okay, das war mit Dan. Na, das weißt du ja. Dan ist da ja sowieso der Emotionslosere von denen. So, jetzt haben wir die verhackten Nachrichten. Die können wir nicht lesen. Die sind natürlich sehr interessant. Amy. Ach, herrje, das ist ja... Hanna? Können wir reden? Ja, sicher, Amy. Was ist los? Ich habe heute gesehen, wie du heimlich Tabletten genommen hast. Ich will dir damit wirklich nicht so nahe treten. Aber du hast dich gefragt, ob die Tabletten der Grund sind, dass ich den Mann ohne Gesicht sehe, oder? Ja. Ich kann schon verstehen, dass du das denkst, aber das ist alles richtig. Aber ich verspreche dir hoch und heilig, dass das nichts mit meinen Tabletten zu tun hat und wie mit allen anderen Drogen das genauso aus. Naja, Tabletten, die Frage ist, welche Tabletten nimmt sie? Wahrscheinlich Antidepressiva oder so ein Scheiß, wa? Aber warum nur, Hanna? Ach Gott, bin ich dumm, oder? Natürlich ist das Antidepressiva. Das Rezept haben wir doch irgendwie aufgemacht. Das haben wir doch erhackt, dieses Head. Aber dieses Spiel, Leute, wirklich, dieses Spiel geht einfach schon so lange, dass man da schon so Teile von vergisst, ne? Ja. Das ist wirklich wahr. Wann haben wir das mit Antidepressiva denn aufgedeckt? Ich glaube, Episode 4 oder was war das? Also schon eine Weile her, oder? So. Aber warum nur, Hanna? Warum zeigt er sich nur dir? Weil ich für den Tod verantwortlich bin. Tut mir leid. Wie gesagt, ich wollte dir wirklich nicht so nahe treten. Ja, ja, ist schon okay. Ich bin gefahren, Amy. Du bist nur daneben gesessen. Und darum zeigt er sich auch nur mir. Doch trifft genau genommen überhaupt keine Schuld. Dich meine ich natürlich. Das sehe ich komplett anders. Und ohne mich wärst du ja vor allem gar nicht erst gefahren. Das ist alles nur passiert, weil du mir helfen wolltest. Wir sollten da vielleicht nicht mehr drüber reden. Alles klar. Das ergibt natürlich einen Sinn. Ich habe versucht, dich anzurufen. Leider ging nur die Mailbox an. Aber ich habe alles, was ich sagen wollte, einfach da drauf gesprochen. Ich hoffe, du bist nicht wütend, wenn du das hier alles hörst. Bitte melde dich bei mir, okay? Hey, ich habe deine Nachricht abgehört. Können wir uns bitte treffen? Natürlich. In 20 Minuten bei Michael Hansons Haus. Wäre das okay? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich denke, Amy wird zu dieser Zeit nicht mehr da sein. Und dass diese Nachricht nicht von Amy geschrieben worden ist, sondern tatsächlich schon von Michael Hanson. Und sie quasi dadurch eine Falle gestellt hat, der Hanna. Und so ist sie weggekommen. Bei Michael Hansons Haus? Ah, aber ja, klar. Ich werde da sein. Und schwupp, dann war die Hanna weg. Boah, Leute. Michael Hansons Haus. Haben wir noch irgendwas, was wir aufmachen können? Vielleicht die Fotogalerie? Ist alles noch sehr gesperrt, ne? Der Browser. SMS. War das nicht schon genügend eigentlich? Okay, hier haben wir die Live-News. Hanna Donford immer noch vermisst. Erfahre mehr über die. Mysteriöse Social-Media-Trend. I am Jake ist überall. Bekannter Barbesitzer im Gefängnis. Letzten Freitag, genau. Kann man darauf klicken? Nee, kann man nicht. In Duskwood haben die 20 Grad in der Nacht. Wir haben hier tatsächlich mittags, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt, 12 Uhr oder was? 12 Grad und es bewölkt und es ist arschkalt einfach nur. Ah ja, ey, kann man hier Dead City spielen? Ja, das ist geil. Übrigens, da wo das hier drauf ist mit Dead City, ich habe dieses Spiel auch auf unseren YouTube-Kanal draufgeladen als Let's Play. Bevor überhaupt das Spiel rauskam, habe ich schon Dead City hier gespielt, bevor überhaupt Duskwood rauskam. Und ich fand's geil. Sehr tolles Spiel, ist aber leider sehr, sehr kurz. Ihr könnt mal gucken, guckt bei uns in den Kanal nach, auf unserer Seite
Und check mal da die Playlisten dadurch. Das müsste unbedingt, ich glaube, im Sommer 2019 gewesen sein. Da könnt ihr unser Let's Play von Dead City sehen. Ein richtig geiles Spiel. Das andere ist ein dieses NOX da, das ist ein Room Escape Spiel, habe ich noch nicht gespielt. Und die haben tatsächlich noch ein Spiel, das heißt Sound of Magic. Sollten wir damals gespielt haben oder wurde angefragt von Everbyte, ob wir das spielen können. Hab tatsächlich auch den Code dafür gekriegt, damit ich das auch umsonst spielen kann. Ganz im Ernst, ich habe es nicht geschafft. Und das ist auch schon 2 Jahre her, ne? Dieser einer von den Leuten ist tatsächlich bei uns auch in der Discord-Gruppe bei. Also folgt unseren Links, da sind, oder beziehungsweise in der Beschreibung oben im Kanal, da könnt ihr oben an unserem Kanalbanner ein paar Links sehen. Da könnt ihr erstmal hammergeile T-Shirts von uns kaufen und auch auf unseren Discord-Kanal kommen. Und da werdet ihr einiges erfahren. So, oder eben halt viele Dinge erfahren. Wir haben eine ganz nette Community. So, wäre das mal geil, wenn wir... Nee, ist tatsächlich alles gesperrt. Sollten wir mal rausgehen jetzt aus dem Handy? Und weil Instagram hat jetzt alles nichts wirklich damit zu tun. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus aus dieser Geschichte? Ah, das interessiert nicht. Ah ja. Ah, guck mal, jetzt können wir chatten. Und das, wir haben da jede Menge rausgekriegt, ne? Also ich fand's gut. Jake, ich bin auf etwas Interessantes gestoßen. Ich wollte gerade sagen, was treibt der Jake, wenn man ihn mal braucht, ne? Ah ja, Tom G. Das solltest du dir besser selber anschauen. Ich habe einen Chat zwischen Hannah und Amy gefunden. Sie sprechen darin über Pine Glades Fest. Der Chat handelt von Mann ohne Gesicht. Amy spricht in ihm über Michael Hansen. Handelt von Mann ohne Gesicht. Sonst haben sie über sich nichts. Angeblich haben sie sich mit Thomas getroffen. Und dass Hannah Jennifer überfahren hat. Cleos Mutter war damals auch im Unfall beteiligt. Nein. Was? Ja, lies dir den Chat aber selber durch, wenn du mir nicht glaubst. Nein. Warum nicht? Natürlich glaube ich dir, Tom G. Ich glaube, wenn das alles vorbei ist, würde ich gerne mit Jake mal ein Trinken gehen, irgendwie. Mit diesem Chat hast du noch weit mehr gefunden, als ich mir erhofft hatte. Gut gemacht, Tom G. Danke. Ja, Jake ist, glaube ich, so ein Typ, der war uns ja immer wichtig, ne? Beziehungsweise wir waren ihm immer wichtig. Und seine Meinung oder unsere Meinung über ihn war ihm auch immer sehr, sehr witzig, wirklich, wichsig. Wichtig, verdammte Scheiße! Es heißt wichtig, nicht wichsig! So, jetzt haben wir endlich, Gewissheit. Hannah ist tatsächlich für den Tod von Jennifer verantwortlich. Das ist wirklich, das macht dich traurig, nicht wahr? Ja, natürlich ist es so, ne? Aber dass jemand auf Selbstjustiz irgendwie abfährt oder so, ist natürlich auch... Ja. Mir geht es ähnlich. Dass du dich so fühlst, ist völlig normal. Es tut mir leid. Achso, es tut mir leid. Komm, wir müssen weitermachen. Komm, wir sind immer schon... Wenn wir kommen, wir müssen weitermachen, das wäre ein bisschen empathielos. Ne? Aber ich glaube, genau das ist das, was Jake irgendwie auch antreibt, ne? Hannah ist es noch immer wert, gefunden zu werden. Wir machen enorme Fortschritte. Über die Gefühle können wir auch später noch sprechen. Wir machen enorme Fortschritte, weil warum sollte Hannah es nicht wert sein? Lass mich mal kurz gucken. Oh, wir sind schon richtig geil mit der Zeit am Start, ne? Natürlich. Ich sehe gerade, dass dieser Chat zwischen Hannah und Amy noch weitere Punkte enthält, über die wir sprechen sollten. Ja, mit einem Treffen beim Michael Hansen Haus. Hannah erkannte, dass sie wegen des Unfalls vom Mann ohne Gesicht heimgesucht wurde. Also hat er sich den Chat doch durchgelesen. Jedoch schien Amy Hannahs Sichtung anzuzweifeln. Dafür hatte Amy gleich 2 Gründe. Aber weshalb? Tabletten, die Antidepressiva. Amy dachte, sie halluziniert. Amy fühlte sich gleichermaßen schuldig am Tod von Jennifer. Sie jedoch konnte den Mann ohne Gesicht nicht sehen. Daher begann sie, Hannah anzuzweifeln und gab ihren Tabletten die Schuld an die Sichtung. Also dachte Amy, Hannah würde durch die Tabletten negativ beeinträchtigt werden. Es ist gut möglich, dass Amy die falschen Schlüsse zog.
weil sie sich Hannas Sichtung nicht anders erklären konnte. Mit den Aufnahmen, die wir bei Hannah fanden, sollten sie Amy beweisen, dass er tatsächlich existierte. Aber es gelang ihr nicht. Das Überwachungsvideo von Hannahs Zimmer, das äußerlich gruselig war. Ja. Wir haben noch etwas aus dem Chat der beiden erfahren. Stimmt. Nämlich, wie lange dieser Chat her ist, das Auto von Amy gehörte, dass Hannah sich in Hansens Haus treffen wollte. Und das ist genau das, was ich total skurril finde. Genau. Als wir uns vorhin gemeinsam die Bilder von Michael Hansens Haus angesehen hatten, kannst du dich daran erinnern, dass ich mit Hannah am Telefon war, als sie angegriffen wurde? Deshalb kommt es dir dort so bekannt vor. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, doch ich glaube, dass das Treffen der beiden der Umstände für Hannas Verschwinden war. Haben Sie sich da vielleicht erfahren, wer Michael war? Sie sind ihm direkt in die Arme gelaufen. Ich glaube eher, in dem Moment war er tatsächlich Amy, Michael. Wir sollten das unbedingt den anderen sagen. Das sollten wir. Allerdings sollten wir die Details bezüglich des Treffens mit Amy auslassen. Weil das noch so spekulativ ist, solange sie endlich die Wahrheit über Hannah erfahren, ja, halten wir uns lieber an die Fakten. Ja. Ich glaube, das ist meine Aufgabe. Das denke ich auch. So, ich glaube, wir sollen jetzt in den anderen Chat reingehen. Warte mal. So, Kinderchen, das war's für heute. Eine sehr, sehr, endlich mal effektive Folge, die unsere Ermittlungen vielleicht ein bisschen weiterbringen und wo man mehr spekulieren kann, mehr Spekulation. Und wenn das so weitergeht, spekulieren wir immer weiter. Fakt ist, wir waren diesmal nicht in den Wald. Wir konnten diesmal wirklich Hannas Handy durchsuchen, was mal endlich mal ein bisschen mehr Spannung in das Spiel reingebracht hatte. Und wir sind nicht vom Wald in den Wald geflüchtet, um Wälder zu wäldern und Wälder zu forsten. Und ja, Kumbaya, my Lord, zu singen. Keine Ahnung was. Also, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüssli, Müsli, bis zum nächsten Mal. Schau, Kakao.